für Satz Nummer 3. Die ersten beiden Sätze konnte der Aalhorner SV für sich verbuchen. Die Mannschaften sind jetzt auch bereit. Aufschlag für Aalhorn. Andrea Besser macht das jetzt. Und der war weg. Zu weit. 1:0 für Förde. Wie in jedem Satz eigentlich. Versuch Nummer 2. Andrea Besser. Oh. Arntzen mit einem guten Ball, den hat Aalhorn aber noch schön machen können, auch schön gespielt von Imke Schröder. Aber die Chance erneut für Förde. Und das war eine sehr interessante Variante. Da geht Warnecke hin noch mit zur Angabe. Aber geht da nicht zum Schlag und geht da nicht hin. Und der Punkt durch Jana Meiners zum 1:1. Arsen und Besser. Mit dem Schlag hart, aber doch flach, sodass er schnell zweimal aufprallt. 2:1 für Aalhorn. Kein Problem, diese Angabe. Und Schröder mit dem langen Ball, Mittelmeier, sieht keine Chance hinzukommen. 3:1 für Aalhorn. Und das, was Förde jetzt Mut machen sollte, Aalhorn hat bisher immer 3:1 hinten gelegen in den ersten beiden Sätzen und den Satz jeweils klar gewonnen. Und immer das 3:2 gemacht und das macht Förde hier jetzt auch mit Arntzen 3:2. Andrea Besser. Schröder mit dem kurzen Ball. 4:2 für Aalhorn. Dabei weisen sie auf Aalhorner Seite eine gute Übersicht. Erneut den Ball einfach in diese Mitte abgetropft, wenn diese Riesenlücke einfach da ist. Und Förde ist heute nicht in der Lage, diese Lücke zu schließen. Wieder Schröder. Und da kommen sie wieder nicht richtig hin. Zum Ball, Vivian Schetter kommt zwar an den Ball, aber kann ihn nicht mehr wirklich spielen und damit ist der Punktverlust da, 5:2 für Aalhorn. Wieder Schröder, 4:2. Fünf zu drei. Andrea Besser. Klasse Angabe, aber da sind sie sich uneinig. Schetter und Mittelmeier sind sich da nicht einig, wer hingeht. Und letztendlich geht niemand hin und das ist der Punkt. Für Aalhorn 6:3.
Schröder, diesmal geholt von Schetter. Arnsen. Schlechter Ball geholt von Schröder. Und Andrea Besser mit dem Schlag unter dem Netz durch. 6:4. Andrea Besser. Ebenfalls der Punkt für Förde, der Ball im Netz. Beziehungsweise an diese Linie gespielt, die da als Netz fungiert. Arnsen, keine andere Möglichkeit, als diesen da kurz zu spielen. Besser legt ihn auch nur kurz rüber. Arnsen spielt den Ball rüber. War so nicht gedacht, aber zumindest noch nicht der Punkt für die Gegner. Ahlhorn macht es besser über besser. Jetzt können sie ganz in Ruhe spielen. Imke Schröder. Und der Ball geht dann an den Basketballkorb von Schetter. Da ärgert sie sich. 7:5. Und während sich die Mädels noch Mut zu sprechen, schaut der Trainer sehr, sehr bedoppelt rein. Aber jetzt freut er sich über diese direkte Angabe, dass Ass von Arnsen klatscht und sagt, ja, den nehmen wir auch. Andrea Besser. Gute Variante, Arnsen aufgepasst. Lange Ball dann rüber von Tabel. Schröder auf Arnsen gespielt. Keine Abwehrmöglichkeit. Bekommt sie an das Schienbein. 8:6. Und Imke Schröder wieder mit der Übersicht, dass sie die Möglichkeit hat, hochzuschlagen, den Ball lang zu spielen, auf die Seiten zu spielen und dann ihn kurz in die Mitte legt. 9:6. Und Netzberührung von Arnsen. Ich hatte mich schon gewundert, aber sie bleibt ihrer Linie treu. Jeder Satz ein Netzfehler. Und das war's. Der Ball war zu weit. 11:6 gewinnt der Ahlenhorst, der SV, auch den dritten Satz und damit das Spiel gegen den TV Förde.
Feld ist frei. Komm. Wir haben auch wieder.